Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Friedrich Marsch. Wir schließen die Ernte auf Feld 1 ab. Wir werden auch die Reste einholen. Wenn wir dann mal verschenken würden. Das heißt. Gleich mit Strohpressen beginnen. Der Hopfen herkommen und später der Roggen. Geht vorwärts. Kleiner Rest noch. Kühe weit zu hören. Mal schauen, wie viel Milch die schon gegeben haben. Der heutige Tag wäre im Prinzip erster Tag, wo sie alles 100% haben. Gleich lernen. So, da wohl auch noch stehen. Da bin ich da, ja, zu fahren. Bleib stehen, bleib stehen. Ja, das ist. Wie gesagt, mein neuen Kurs muss ich den entsprechend anders aufstellen. Müssten wir eigentlich das Maisgebiss holen und gleich zum Hopfenacker fahren. Ah, den können wir da entlassen. Und Kurs löschen. Zum Hof fahren. Dann gleich Strohballenpresse und dann lass ich mal arbeiten. Also Stroh habe ich genug. Spuckt ja noch einen Rest aus hier.
schwierig. Komm, hocken wieder. Hocken, Pauli wieder. Oh. Ein paar Strohballen pressen. Reparieren. Garage. Haben wir keine zum Glück. Garage. Eigene Fahrzeuge. 1000er. Habe ich noch zwei Hänger von denen? Rundbahn. Will mal gucken. Ballenspieß. Ah, das andere Ding. Kann ich verkaufen. So. Der hier vorne. Und zwar der Teufel 1. Berechnung. Halbe Stunde ungefähr. Habe ich ja gesammelt. Den habe ich ja gesammelt. Dann fahren wir mal schnell voran. Und den Punkt, wo er, wo ich mehr gesammelt habe. Das läuft auch schon mal. Müsste ich das Mähen vorbereiten. Wir werden dann mal das Eisgebiss holen. Und dann fahren wir hin zum Feld 13. Die Roggen, Quatsch, die Roggenernte, die Hopfenernte in Angriff nehmen können, sobald es reif ist.
Wüste. Macht tut tut. Aufstehen. Oh, der braucht noch ein bisschen wachsen. Der braucht noch ein bisschen Zeit, hat er noch. Schau mal an. Dürreschäden? Naja, noch keine zu erkennen. Ist ja hier nicht vorgesehen. Haben wir Glück. So. Dann können wir uns an die Strohballen ranmachen. km/h, Betten schwach oder viel Stroh. So. Hänger stellen wir wieder links hin. Wir haben zwei Hänger, dann mal gucken. Eigentlich. Fliegelrundbahn. Fliegelrundbahn. Und wo habe ich den zweiten? Gute Frage. Einnahme Ernte 3000. Einnahmen BGA 84.000. Ist aber nicht viel. Die Zinsen. Aber ja, da muss ich auch dringend runter. Und wo habe ich den zweiten? Ah, jetzt weiß ich. Ich hatte ja mal einen zweiten gekauft, um mehr verkaufen zu können. Ja, alles klar. Bei Feld 13 macht das Sinn. Aber bei Feld 1, da genügt mir einer. Ja, mal Stroh sammeln. Wir können ja ein paar bei den Kühen hinlegen für Mischfutter, 10 Tage. Apropos Zeit. So, meine lieben Freunde, das sollte schon mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Natürlich mal ein Wiedersehen.
Dann sage ich mal ein Hören und Wiedersehen. Dann sage ich mal ciao, ciao. Bis, ich hoffe, zum nächsten Mal.